Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Klemmbaustein-Lyrik und passend zum Valentinstag habe ich ja auch ein paar schöne Themen, aber wie es so eben auch manchmal in der Liebe ist, es gibt auch schlechte Tage und es gibt auch Streit und vielleicht rauft man sich dann wieder zusammen und all das hat der Lego-Fan diese Woche miterleben dürfen. Fangen wir vielleicht erstmal mit den schönen Dingen an, zum Beispiel, dass im, je nachdem wo man gerade wohnt und sich befindet, fernen oder nahen Kopenhagen dieses Wochenende bzw. schon seit diesem Mittwoch bis Sonntag noch die Lego World stattfindet, also genauer gesagt bis zum 16. Februar, immer von 10 bis 17 Uhr. Das ist die größte, ja, wie soll man sagen, Leistungsschau, öffentliche Leistungsschau von Lego, also die größte Veranstaltung, wie wir sehen hier für Kinder, aber der ein oder andere A-Voll wird da sicherlich auch seinen Spaß haben, weil es gibt eine Menge dort auch an Großmodellen bzw. auch von Fanmodellen zu besichtigen. Also wer irgendwie die Möglichkeit hat, der dürfte sich dort sicherlich durchaus wohlfühlen. Und dort gab es nämlich auch vielleicht den Aufreger oder auch die erstmal vermeintlich größte Nachricht des Jahres, nämlich plötzlich tauchten auf ganz vielen Seiten, Brickset waren glaube ich die ersten, solche Sets auf, wie wir sie hier unten links sehen. Und zwar gab es die Fotos von Sheriff von Schottingham, der gute Christian. Wir sind hier bei 1000steine.de und 1000steine ist auch vertreten auf der Lego Worlds. Und wie gesagt, er hat Fotos dort gemacht und zwar, das hat deutlich für Aufsehen gesorgt, zumindest für einige Minuten und auch bei mir durchaus emotionale, kleinere Schübe ausgelöst, nämlich Night Mode, das sehen wir hier, Light Kit und dann, gut, den Preis lassen wir jetzt mal weg, also vermeintliche, ja, eben Zusatzpacks, die man zum Beispiel da verwenden kann. Hier den Mustang, wie gesagt, die Fotos alle von Christian. Vielen Dank, dass er die gemacht hat. Ich hoffe, es ist okay, dass ich sie hier zeige. Viele Seiten haben sie ja auch schon übernommen. Wir sehen hier zum Beispiel auch das große Baumhaus, das hier beleuchtet wird. Sogar Hogwarts, also Wahnsinn. Wir sehen hier, was alles drin ist. Vermeintlich irgendwelche Flickersachen noch, irgendwelche Remote Controls. Also das ist etwas, wo, glaube ich, der ein oder andere Lego-Fan gesagt hätte, um nicht zu sagen, er hat vielleicht auch in dem Moment gesagt, geil, dass ich das noch erleben darf. Bisher gab es ja eigentlich nur so Fremdhersteller und jetzt endlich habe ich es auch mal, also jetzt von Lego selber, vielleicht auch noch cooler, als ich es vielleicht von den Fremdherstellern habe, wo das immer schon ein bisschen Frickelkram ist. Hier sehen wir jetzt auch die Meldung, wie sie bei Brickset war. Und nee, wir sehen hier Update auf Update folgte. Das Problem an der Geschichte war, naja, man kann es nicht Scherz nennen, wir sind ja hier nicht beim 1. April, aber es war, ja, wie soll man sagen, es war ein Test. Also nicht wir jetzt als Community wurden da getestet, sondern in dem Fall war es wohl so, dass man damit, die Besucher überprüfen, nein, testen. Man wollte die Akzeptanz vielleicht überprüfen. So wurde es beschrieben. Das Ganze ist nämlich erstmal noch aus einem letztes Jahr gegründeten Zusammenschluss, beziehungsweise so eine Art Untergruppe, wo auch Lego-Fans drin sind, die dann sich überlegen, wie können wir innovativ vielleicht auch mit dem Lego-Thema umgehen. Und tatsächlich war eins der ersten Themen wohl, um die es da geht, wie kriegen wir denn Licht in die Modelle? Und daraus sollte sich dann was ergeben. Und um das jetzt wohl mal so anzuteasern, schöner wäre es, um dieses anzutesten, hat man dann eben dort diese Leerverpackung reingestellt. Und jeder, der dort wohl dann zugegriffen hat, diese Packung sich genommen hat, der wurde dann von einem freundlichen Mitarbeiter gefragt, so ein paar Sachen dazu. Und wenn er bereitwillig dann wohl noch ein bisschen Auskunft gab, ob ihn das interessiert, ob solche Preise von hier teilweise über 100 Euro umgerechnet, die hier angesetzt wurden, wahrscheinlich auch solche, ich weiß es nicht, welche Fragen es waren, auf jeden Fall die Akzeptanz wurde getestet danach und man kriegte dann wohl irgendwie so ein paar kleine Gimmicks, musste aber die Packung wieder zurückstellen. Also ist nicht, da ist nichts drin und soweit ich das verstanden habe, ist man auch noch ganz am Anfang. Also da ist auch noch nichts, wo man jetzt sagt, so könnte es aussehen. Das, was wir hier sehen, und das, da kommen wir dann zum ersten Aufreger wieder, ist aus normalen Drittherstellerprodukten beleuchtet. Und da gab es jetzt Ärger auch, und zwar von einem Hersteller, der auch diese Berichterstattung verfolgt hat, und zwar Brickstuff.
Die haben wohl 2011 schon angefangen, solche Sachen zu entwickeln. Das ist hier ein Blogpost von denen. Ich habe das unten mal verlinkt. Und das sind dann so diese Module, mit denen das beleuchtet wird. Da kommen dann so kleine Kabel rein, sehen wir hier, die dann dazu führen, dass hier kleine LEDs zum Leuchten gebracht werden. Das Ganze, so beschreiben sie hier, hätten sie ja im 2011 gemacht, aber kein Patent eingetragen. Das war wohl zu kostspielig. Führt aber dazu, dass wohl eine Menge anderer Hersteller oder zumindest einige das kopiert haben, nach ihrer Aussage. Ich zitiere nur hier raus, ich habe es nicht überprüft. Es gibt keinerlei zusätzliche Recherche dazu. Das ist deren Aussage. Sie haben wohl auch mit diesem Lab zu tun gehabt, haben da wohl auch ein paar, nach ihrer Aussage, dieser Lab heißt übrigens Lead User Lab, haben sie da wohl einiges an weiteren Informationen hingeschickt. Und am Ende allerdings gab es wohl eine Absage, dass man mit denen nicht weiter zusammenarbeiten wollte. Aber was sie jetzt eben festgestellt haben, ist, dass in diesen Mockups, also in diesen Testobjekten dort auf der Lego World in Kopenhagen, zwar nicht ihr Produkt drin war, aber einer von denen sie behaupten, die hätten das bei ihnen geklaut. Ja, ob das jetzt alles so stimmt, was da wirklich der Hintergrund ist, ich verweise auf den Post, das kann ja jeder selber, wenn er ein bisschen Englisch kann, nachlesen. Und ich bin mir auch sicher, dass sowas Lego nicht als eigenes Produkt, glaube ich, verkaufen wird. Das ist zwar so dieses Typische, was andere auch haben mit Kabeln und ziemlicher Fummelkram. Ich habe das ja selber hier auch schon mal gezeigt. Es sieht danach klasse aus, aber es ist schon ein bisschen Fummelkram. Ich glaube, dass eher Lego, wenn sie was machen, wahrscheinlich in so eher so eine Richtung wie Lightstacks, also irgendwas, was Kinder auch machen können, was nicht so in Richtung Modellbau und kleine Kabel, die auseinandergehen können, wo Lötstellen noch zu sehen sind. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das machen. Im Zweifel wissen sie selber noch nicht. Also ich glaube, aus der großen Reaktion, die folgte, werden sie selber erkannt haben, das waren sie aber auch vielleicht schon vorher wissen, das ist spannend, da werden wir was machen. Allerdings, wenn sie das jetzt auch erst erkennen noch und jetzt anfangen zu entwickeln, werden wir erst in 2, vielleicht auch erst 3 Jahren dann ein fertiges Produkt daraus haben. Also es bleibt sozusagen beim Heißwerden mit der Verpackung. Und ob sie da jetzt jemanden, nämlich diese Firma Brickstuff, ob das da jetzt alles so richtig gelaufen ist, wie das wirklich da ist, das wird uns wahrscheinlich noch ein wenig verfolgen. Ja, gut und schlechtes teilt sich auf. Es gibt wieder was Gutes, nämlich es gab in dieser Woche dann auch die Bekanntgabe der weiteren Ideasets, die jetzt erscheinen werden. Hier sehen wir, was sozusagen in der Verlosung war. Da unter anderem mal wieder auch ein paar NASA-Sets, nämlich gleich 2. Wir hatten hier die Spacecraft, NASA Spacecraft und Shuttle Atlantis. Dazu dann noch hier die Thunderbirds in grün. Sehr cool fand ich hier diese Verfolgungsjagd mit den 2 Flugzeugen, die sich auch wirklich so bewegen. Ein historisches Museum und so weiter. The Office zum Beispiel, was bei uns Stromberg wäre. Das Medieval Blacksmith, also so ein was Mittelalterliches. Keine Burg, aber doch immer so ein ziemlich schönes, windschiefes, verwackeltes Häuschen. Dann mit Winnie Pooh was und. Und geworden sind es tatsächlich 2 Sets daraus. Nicht geworden, also fangen wir vielleicht mit der schlechten Nachricht an, ist nochmal dieses Anatomie-Set hier unten mit diesem Skelett an Minifigur, was aus der großen Minifigur dann rauskommt. Das hatte man ja beim letzten Mal zurückgestellt. Damit dachte ich, na, das wird schon kommen. Die werden sich was einfallen lassen, wenn sie das schon sozusagen sich überlegen, nochmal genauer und damit dann schon so halb Werbung mitmachen. Dann werden sie sich das nicht vom Brot nehmen lassen. Nee, das haben sie sich gegen entschieden. Fand ich überraschend. Ich fand aber auch überraschend, was es dann geworden ist. Nämlich unter anderem eben tatsächlich dieses mittelalterliche Set hier. Medieval, glaube ich, Blacksmith. Wie sieht man hier sehr, sehr schön, wie das alles hier so da mit Brettern gemacht ist, dieses Dach und so. Also einige sagen ja auch schon wieder, das hätte durchaus Ähnlichkeit, naja, beziehungsweise es hätte durchaus so die Klasse vom Angelladen, aber ja, ich finde es klasse, sieht schön aus. Ich hätte mir fast ein paar andere noch mehr gewünscht, also weil, ja, so diese Art hatten wir eben dann den Angelladen und nun das, ja. Schön, kann man sich hinstellen, hat mich aber auch nicht ganz so geflasht, wie es vielleicht andere taten. Es gab aber viele, viele, viele positive. Also, und schlecht will ich es auch nicht reden. Also, wenn sie es ansatzweise so in dieser Form hinkriegen, nö. Also, ich werde es mir wahrscheinlich trotzdem holen. Und auch das Winnie-Pooh-Set, also die anderen erinnern sich noch, auch das wird gemacht. Also, die beiden, die haben den Zuschlag bekommen. Und was ich mir sehr gewünscht hätte,
Außer, dass wir jetzt hier sehen, eben das Anatomie-Set, da sehen wir nochmal, wie es ist. Das ist es eben nicht geworden. Was ich mir sehr gewünscht hätte, wäre diese Flieger, die hintereinander fliegen. Weil das auch wirklich klasse aussieht, wenn das dann mit der Mechanik auch funktioniert. Ist auch von Jason Ellerman wieder mal gemacht, der ja solche Sachen prädestiniert für ist. Der hat ja zum Beispiel auch dieses Maze gemacht, Set, also wo die Kugel durch die Bahn gemacht werden musste. Oder auch das Klappbuch, dieses Märchenbuch. Das wäre so sein drittes Set gewesen. Ist es nicht geworden. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, das liegt vor allem auch an diesem... Ja, es steht nicht drauf, man hat sie akzeptiert, aber natürlich das Erste, was man meistens assoziiert damit, ist Krieg. Also zwei alte Kriegsflieger, die sich da eben verfolgen. Vielleicht war es das, was es nicht dann machte. Aber Jason Ellerman hat sofort reagiert. Hier ist nämlich J.K. Brixworld seine Seite und hat dann, nachdem er jetzt die Absage bekommen hat, die kostenlos, nämlich die Anleitung, veröffentlicht. Das finden wir auf der Seite auch. Ich habe sie auch unten verlinkt. Und da kann man sich auch bei Rebrickable oder auf der, hier, wenn man klickt, auf Partslist sehen, was man da braucht. Man kann sich dann auch die Anleitung angucken. Und die, wie gesagt, gibt es kostenlos. Und dann kann sich jeder das selber bauen. Ist also im Zweifel die günstigste Lösung. Und ja, dann hat man es eben auch quasi so eine halbe Selbstveröffentlichung. Wenn man will, kann man es auch motorisieren. Er erklärt auch in dem Video, wie das geht. Also, klasse. Das schön. So gesehen habe ich es vielleicht doch demnächst. Mal sehen. Wenn es Interesse besteht, dann werde ich mir die Einzelteile nochmal holen. Ja, und jetzt kommen wir sozusagen zu den Aufregern der Woche. Neben vielleicht dieser Lichtgeschichte. Das ist, ja, viel Diskussion um die Firma Bluebricks. Ihres Zeichens eine Firma, die insbesondere, ja, eben nicht Lego-Produkte, sondern kompatible Produkte verkauft, importiert, teilweise wohl auch selber herstellen lässt. Also in vielen Bereichen dort mit diesen Drittherstellern zu tun hat, beziehungsweise dort insbesondere als Händler und vielleicht auch als, das ist einer der Punkte, Generalimporteur mit auftritt. Und ja, eben durchaus wegen unterschiedlicher Punkte jetzt in letzter Zeit in der Diskussion war, weil sie sich bestimmte Begriffe gesichert haben, weil sie ja mehr oder weniger eine gewisse Exklusivität mit einem Hersteller haben. Das ist aber alles noch nicht so ganz klar, nach meiner Ansicht zumindest. Und weil es darum geht, ob hier Produkte verkauft werden von ja, Lego-Fans, die ihre eigenen Modelle erstellt haben, die dann Dritte wiederum zu Produkten gemacht haben, ohne diese Designer, diese Fan-Designer zu fragen und die teilweise jetzt hier wohl in dem Shop aufgetaucht sind. Da kann man sich trefflich und viel drüber streiten. Sie streiten sich übrigens auch schon mit Lego selber. Lego war nämlich gegen diese Firma mit einer einstweiligen Verfügung wohl auch schon vorgegangen. Und da ging es darum, dass dort Sets verkauft wurden mit ja, vermeintlichen Lego-Minifiguren-Clones, die noch mit Rechten bei Lego versehen seien. Und da ist allerdings wohl das letzte Wort noch nicht gesprochen. Das heißt, da streitet man sich noch und das Ganze ist noch vor Gericht. Der aktuelle Streit dreht sich allerdings vor allem um die Frage, ob da jetzt Sets verkauft werden von eben Lego-Fan-Designern, die dafür nicht entlohnt wurden, dass sie die Anleitung dafür gebaut hatten oder diese Sets überhaupt entworfen hatten und die dann in China produziert und hier in Deutschland teilweise verkauft werden und was das dann auch jetzt für Auswirkungen hat. Ich will mich da auf keinen Fall in irgendeiner Form jetzt ja, großartig mit den ganzen Hintergründen und so nochmal auseinandersetzen. Dafür gibt es Berichterstattung auf Stonewalls, einen langen Artikel. Es gibt einen bei Andres in zusammengebaut.com. Da kann man das alles nachlesen. Es gibt eine Stellungnahme von Bluebrick selber bei Facebook dazu. Also das möge ich jedem ans Herz legen. Es geht hoch her, dass die Diskussion polarisiert und es hab das Gefühl, manchmal bleibt auch so ein bisschen die Faktenlage dann auf der Strecke. Und so ganz habe ich sie auch noch nicht durchschaut, muss ich auch zugeben. Da geht es auch um E-Mails, die hin und her gingen. Der eine hat dann Teile davon veröffentlicht, der andere dann alle. Und ja, sind sie wirklich alle? Und es ist alles ein bisschen verworren. Aber wie gesagt, es ist so ein bisschen das Popcorn, die Popcorn-Geschichte, wenn man nicht gerade einer von den Beteiligten vielleicht auch ist. Und ja, vielleicht sind da auch Dinge, die man wirklich mal stark hinterfragen kann. Das, was ich nämlich jetzt versuche, da als Anreger sozusagen aus dieser Diskussion herauszunehmen, ist mit einem Urheberrechtsanwalt zu reden, vielleicht noch am Wochenende, wenn das gut klappt, mal sehen. Ich sollte schon vorher, das hatte sich leider aus Termingründen nicht hingehauen, war das, hatte das, aber dass ich dann eher nicht auf diese Causa eingehe, sondern auf die grundsätzliche Frage,
sind Mocks, die man macht, geschützt? Muss ich da irgendwie was am Patentamt oder irgendwo sonst wo anmelden? Oder kann ich, sind sie per se schon geschützt, wenn ich sie veröffentliche? Und was bedeutet dieser Schutz einmal gegenüber Firmen, die zum Beispiel im Ausland, außereuropäischen Ausland, wie zum Beispiel China sitzen und daraus ein Produkt machen? Und was bedeutet das wiederum, wenn jemand aus diesen Ländern, die das dort produzieren, ohne dass ich gefragt wurde als Mockbauer, wenn die das dann hier importieren nach Deutschland zum Beispiel oder Europa und dort dann verkaufen? Was ist die Situation rechtlich? Das sind Themen, die mit diesem Drumherum durchaus zu tun haben, aber vielleicht auch generell interessieren. Und ich hoffe, dass ich da vielleicht am Wochenende mit einem Fachmann nochmal drüber reden kann. Ob das klappt, weiß ich nicht, aber ich versuch's. Ja, so gesehen, ja, gucken wir uns lieber glückliche Kinder an. Das ist irgendwie schöner. Ach ja, das ist, man kann sich über viele Dinge aufregen, aber manchmal darf man es auch zurecht tun. Das ist natürlich auch das Problem. Aber das wird uns also alles wahrscheinlich noch beschäftigen. Das mit dem Licht wahrscheinlich noch über Jahrzehnte gefühlt. Aber es gibt ja Dritthersteller. Also wer will, muss ja nicht im Dunkeln bleiben. Das ist doch schon mal schön. Ansonsten wünsche ich einen wunderschönen Valentinstag. Möge Liebe bei allen landen. Und ja, wir sehen uns dann. Bis bald. Und wer Lust hat, wie gesagt, gerne zur Lego World fahren, glaube ich. Ich war selber noch nie da. Ah, jetzt, als die Lichtsets angekündigt wurden, an diesem Donnerstag, Donnerstagmorgen, da hatte ich kurz überlegt, ob ich mich ins Auto einfach setze und nach Kopenhagen fahre. Aber gut, dass ich es nicht gemacht habe, glaube ich. Nur wegen ein paar leerer Schachteln wäre dann doch nicht. Aber es lohnt sich auch, glaube ich, drumherum schon. Irgendwann mal. Bis bald. Tschüss.